Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann man sich Lerninhalte gut und langfristig merken und welche Fähigkeiten brauche ich, um effektiv lernen zu können. Ich stelle dir einige Lernmethoden vor, die dich auf deinem Weg begleiten können. Wenn du heute neu bist auf diesem Kanal und dich gerade in der Erzieher- oder auch Kinderpflegeausbildung befindest oder du allgemein Interesse hast an der Erziehung und der Arbeit mit Kindern, dann lade ich dich dazu ein, den Kanal zu abonnieren und mich zu begleiten. Du findest jeden Sonntag ein neues Video auf meinem Kanal. Wir starten auch direkt in das heutige Thema und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's! Wir starten mal direkt mit ein paar Basics. Es ist absolut normal, dass wir uns immer den Inhalt besser merken können und werden, der uns mehr interessiert als das, was uns weniger Freude bereitet. Einfach, weil wir in bestimmten Gebieten eine größere Neugier haben und unsere Lernbereitschaft dementsprechend erhöht ist. Das ist auch der Grund, warum wir uns dann für das bestimmte Studium oder die bestimmte Ausbildung entscheiden. Weil wir der Meinung sind, ich habe Freude, mit Kindern zu arbeiten oder ich löse gerne systematische Aufgaben. Immer wieder jedoch gelangen wir dann an diesen Punkt, wo es uns schwerfällt, Lerninhalte einzuprägen und beizubehalten. Denn wir sind keine Maschine, die sich alles merken kann, insbesondere dann, wenn unser Lerninhalt vielleicht überflüssig oder unrelevant erscheint. Aber auch dann müssen wir diesen Weg für uns finden, das zu verstehen und wiederzugeben. Ein kleiner Tipp am Rande: Um zu testen, ob man den Inhalt verstanden hat, müssen wir in der Lage sein, dem anderen den Inhalt auch ohne Unterlagen wiedergeben zu können. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man sich Sachen besser einprägt, indem man sie aktiv reproduziert. Diese Lernmethode bezeichnet man als Active Recall, welche auf dem Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis basiert. Natürlich ist es leichter für uns, die Unterlagen mehrmals durchzublättern, als diese aktiv zu reproduzieren. Dies ist leider jedoch eine sehr ineffektive Methode, die uns bei langfristigem Lernen keinen Erfolg in Aussicht stellt. Was also können wir machen? Wie können wir mit unseren Fähigkeiten beitragen, dass uns das Lernen gelingt? Punkt Nummer 1. Die Einteilung der Lernzeit. Effektiver und langfristiger wird gelernt, wenn man die Lernstunden über einen langen Zeitraum verteilt. Es ist also weitaus viel effektiver, jeden Tag 1 bis 2 Stunden zu lernen, als den gesamten Lernstoff in einen kurzen Zeitraum zu packen. Diese Lernmethode wird als Spaced Repetition bezeichnet, die darauf basiert, dass Inhalte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Mir ging es ebenso, dass ich mir kurz vor Schluss alles versucht habe, reinzupauken, was nur möglich ist. Bis ich dann gemerkt habe, hey, wenn du doch früher angefangen hättest zu lernen, dann wäre kein Druck da und ich komme nicht ins Rudern. Und das war dann der Punkt, wo ich gelernt habe, meine Zeit besser zu managen und zu strukturieren. Punkt Nummer 2. Setze dir Pausen. Kein Mensch ist in der Lage, 5 Stunden oder länger am Stück zu lernen. Besser lernst du 2 Stunden effizient, setzt dir dann eine Pause und machst nach einer kurzen Erfrischung wieder weiter. Diese Lernmethode ist viel effektiver als 5 Stunden vor dem Schreibtisch zu sitzen und nicht wirklich voranzukommen. Pausen sind beim Lernen genauso wichtig wie die Lerneinheiten selbst. Denn wenn wir keine regelmäßigen Pausen machen, wie soll denn dann ein langfristiger und nachhaltiger Erfolg gewährleistet sein? Doch wie aber gestalten wir unsere Pausen richtig? Reduziere die inhaltlichen Einflüsse aufs Minimum. Wichtig ist es, die Augen zu entlasten, sonst wird dein Gehirn mit neuen Reizen überflutet und es wird dir schwerfallen, wieder da anzusetzen, wo du stehen geblieben bist. Und das Allerwichtigste ist, dass wir mental abschalten. Das alles beginnt bei uns im Kopf. Wir müssen den Lernstoff loslassen, sonst können wir nicht richtig entspannen. Hier kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt. Belohne dich mit den Dingen, die dir Spaß machen. Geh raus spazieren, verlass das Lernzimmer, lass frische Luft rein, bewege dich, trinke was, geh all den Tätigkeiten nach, die dir Freude bereiten, damit dein Lernerfolg gewährleistet ist. Halte dir immer wieder vor Augen, wofür und für was wir unsere Energie aufwenden, sei es ein guter Job oder eine Zulassung fürs Studium. Ich hoffe, ich konnte dir einige Tipps mit auf den Weg geben und du bist motiviert, mit ein paar Grundansätzen an dein Ziel zu gelangen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere den Kanal kostenlos, damit du keine anderen Videos verpasst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.